So, Feuerholz suchen ging jetzt doch schneller als erwartet. Ich habe auch noch gut Licht, wie ihr seht. Bin jetzt hier gerade ein bisschen am Kleinzeug herrichten und ein bisschen vorbereiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, ich stelle die Kamera noch ein bisschen weiter runter, dann sieht man zwar mich nicht, aber wenigstens, was ich hier tue. Ja, so halbwegs zumindest. Ja, das ist schon ein ganz gutes Häuflein Kleinzeug. Ungefähr hier soll das Feuer hin. Und wie gesagt, jetzt bin ich schon mal ein bisschen am Vorbereiten. Normalerweise brauche ich eigentlich nicht mehr großartig viel vorbereiten. Ich würde das jedem, der noch nicht ganz viele Feuer gemacht hat, empfehlen, das grundsätzlich generell am Anfang immer zu tun, dass man sich schon entsprechend die Stöckchen zurechtlegt, weil da kann einem wirklich die Zeit fehlen, das dann hinterher bzw. während schon brennt, sich das Zeug zurechtzubrechen. Aber normalerweise mache ich es ja so, dass ich anzünde und dann anfange zu brechen. Und das reicht dann für gewöhnlich auch. Ich habe auch relativ trockenes Holz gefunden, muss ich sagen. Das hatte ich nicht erwartet bei der Wetterlage. Machen wir also ums Feuer derzeit. Keine Sorgen. Und überhaupt, deswegen, Thema Sorgen machen, habe ich jetzt Zeit, ein wenig rumzuphilosophieren. Nämlich der Benjamin Klausner, der hat ja auch schon mal so Survival-Gedöns-Sachen gemacht. Auch mit wenig Ausrüstung unterwegs und so weiter und so fort. Habe ich gesehen, fand ich gut. Und sagt in einem, ich glaube zwei Videos dieser Art hat er. Und in einem sagt er auch, dass man sich bloß nicht so viele Gedanken machen soll und sich immer beschäftigt halten. Sonst kommen da nicht gute Dinge bei raus, wenn man zu viel nachdenkt. Und das ist wirklich, da kann ich ihm nur recht geben. Diese Erkenntnis habe ich nämlich auch. Er hatte sie allerdings vor mir. Und deswegen soll man ja immer schön den Verfasser nennen von irgendwelchen Weisheiten. Ja, also das ist wirklich wichtig. Sobald man anfängt zu grübeln und zu lange rumhockt und nichts tut, dann... Es ist irgendwie wirklich eine gewisse Stresssituation, dieses Blups mit wenig Zeug draußen und alleine. Ist halt schon irgendwie für uns ein ungewohntes, das sollte es nicht sein, aber es ist so, dass das schon eine ungewohnte Umgebung für uns ist, die wir die meiste Zeit zu Hause hocken. Gilt natürlich auch für mich und für euch sicherlich auch. Dass man es einfach nicht gewohnt ist, hier draußen dann rumzuhängen und den, der Willkür der Natur ausgeliefert zu sein, wenn ich das mal so nennen darf, aber das mag komisch klingen, trifft es aber dann irgendwie doch ganz gut, weil im Endeffekt läuft es da wirklich drauf hinaus. Ich habe aber viel Holz, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so viel gewesen ist, dass man das isst. Und das braucht erstmal Gewöhnung, insbesondere wenn man allein ist. Und ich habe das zwar schon oft gemacht, aber es ist halt jedes Mal wieder das Gleiche, dass man erstmal eine gewisse Eingewöhnungszeit braucht. Und irgendwann passiert dann was, da ist man dann froh, dass man draußen ist. Bis das soweit ist, hat man manchmal ein bisschen zu schlucken. Beziehungsweise man fängt an und alles ist lustig und so weiter und so fort. Und wenn man dann halt drüber nachdenkt, dass die Nacht vielleicht unter Umständen unangenehm wird. Und das kommt ja durchaus gar nicht so selten vor, je nachdem, wo man sich halt rumtreibt. Auch von meinen Skandinavien-Touren. Wenn dann entsprechend wirklich so ein richtiger Sturm losbricht und man hockt da in einer nicht mal einen Millimeter dicken Plastikhülle und hofft, dass diese nicht mal einen Millimeter dicke Plastikhülle einen irgendwie vor diesem Sturm bewahrt und weiß, man ist abseits von allem. Ja, das ist schon eine gewisse stressige Situation. Also was die Psyche angeht, das muss ich noch trainieren, denke ich. Da bin ich nicht so wirklich gut, das alles immer so hundertprozentig wegzustecken. Also ich tue es dann im Endeffekt trotzdem, aber und erinnere mich hinterher nicht mehr wirklich daran, dass ich durchaus unter Stress gelitten habe. Aber es ist schon manchmal wirklich nicht ganz so einfach. Aha. Geschafft. Ihr solltet jetzt in der Lage sein, zu sehen, was ich hier tue. Und jetzt wirklich völlig ungeschnitten.
Ich habe Schwierigkeiten, ich habe es eben daheim noch ein bisschen ausprobiert, was heißt eben, also irgendwann heute Morgen, mit dem Dosenöffner, damit ich mir die Klinge nicht verhunze und im Fire-Stil nennenswerte Mengen an Funken zu erzeugen. Das ist dann wirklich nicht so einfach, da ist selbst der scheiß Standard-Striker, der da standardmäßig dabei ist, besser, aber es sollte trotzdem klappen irgendwie. Fast. Mit einem vernünftigen, scharfkantigen Messerrücken ist das überhaupt kein Problem. Wie gesagt, mit dem Teil tue ich mich ein bisschen schwer. Ja, das gestaltet sich nicht so einfach. Der Dosenöffner ist jetzt warm. Ja, dann hilft's alles nichts. Kann man ja wieder schleifen. Heidenei. Also mit Feuermachruhm bekleckere ich mich nicht heute. Also glaub mir bitte, mit dem Opinel-Klingenrücken ist das überhaupt kein Problem. Wirklich gar keins. Da kommen halt auch wirklich nicht wirklich viele Funken bei rum. Machen wir das mal spaßeshalber andersrum. Aha, na endlich, hätte ich gleich so versuchen können. Das Ding ist ja einseitig geschliffen. Das ist das Hauptproblem jetzt gewesen. So, das ist jetzt nicht gerade mit besonders viel Raffinesse, aber es funktioniert. Machen wir das dann noch oben drauf. Vielleicht noch ein Klümpchen Harz, weil ich das Ding schon Zeug schon gesammelt habe. Da klingt. Muss übrigens demnächst auch den Akku wechseln, also keine Angst, das gibt keine super ultra lange Aufnahmen mehr. Oh, ein bisschen hält er noch. Ja, ganz trocken ist es dann halt auch nicht, das Holz. Das macht ja aber nichts. Durch das Harz kann ich hier wirklich fröhlich vor mich hin feuern. Ich hoffe, ihr kennt das. Ich mache da einfach dann immer so ein Stöckle mit Harz oben drauf. Das schmilzt, tropft runter und ja, das Resultat sehen wir gerade. Mit Harz kann man schon wirklich feuertechnisch ganz viel anstellen. Die meisten von euch gucken ja ganz gerne ins Feuer, auch wenn ich jetzt gerade wirklich nichts mehr allzu Elementares zu erzählen habe. Ja, letzte Woche gab es ja überhaupt keine Videos, das könnte ich vielleicht noch kurz ein Statement zu abgeben. Da war einfach echt der Wurm drin. Also ich habe jetzt, weiß nicht, 230, keine Ahnung wie viele Videos gemacht. Ist selten mal eine Woche ausgefallen. Ganz selten.
Meistens mit gutem Grund, weil ich im Urlaub war oder so Späße. Oder auf Tour mit euch. Aber da war wirklich mal der Wurm drin. Da hatte ich keinen Nerv, irgendwas zu drehen. Ich habe es versucht, hat nicht sollen sein. Da habe ich einfach meine Freizeit gebraucht für, ja, zum Erholen. Es ist ja schon so, dass man ein kleines bisschen, ein gewisses Maß an Kreativität schon braucht, damit einem auch Videothemen einfallen. Ich habe zwar im Prinzip noch massenhaft im Hinterkopf auch die Liste der Themenideen von euch, da steht auch noch einiges drauf. Dürft ihr mir übrigens gerne noch weitere zukommen lassen, wenn ihr da noch irgendwelche Wünsche habt. Manches, was da draufsteht, wenn ich ehrlich bin, das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile draufstehen. Habe ich in so einer ersten Eingebung gedacht, ja, vielleicht könnte ich das mal machen, aber dann hatte ich irgendwann doch keine Lust mehr. Das Glutnest ist jetzt noch nicht so wirklich vorhanden. Wow. Was hier übrigens die ganze Zeit quietscht, ist der Schlafsack, auf dem ich sitze. Jo. Ja. Und ich habe gedacht, jetzt mache ich halt eben diese Woche, beziehungsweise jetzt fällt es ja eigentlich 2 Wochen aus, weil das zu spät hochgeladen wird, aber dass ich dann diese Woche dafür was Vernünftiges drehe. Und ich hatte auch das Bedürfnis mal ein bisschen nach Praxis. Bei mir kommt es manchmal selber so vor, das hat mir zwar noch nie jemand unterstellt, was mich ehrlich gesagt wundert, aber manchmal habe ich so für mich selber das Gefühl, ich laber zu viel und mache zu wenig praktisch. Ich meine, gut, klar, meine Kernkompetenz ist schon Wissen, nicht Tun. Tun überlasse ich den Praktikern, ja, nicht ganz, denn wieder tue ich ja schon was. Aber ich bin halt eben wirklich Theoretiker, das ist so, das kann ich nicht abstreiten. Dass es mir am Wissen nicht mangelt, denke ich, habe ich inzwischen einigermaßen unter Beweis gestellt. Aber jetzt machen wir mal den Schnitt. Und ich muss hier mal ein bisschen pusten. Ja, also. Inzwischen Feuerle brennt wunderbar. Und ich mache mir jetzt mal so langsam. Na, wirklich sauberer wird es auch nicht, wenn ich mit meinen dreckigen Pfoten drin rumwische. Aber der Gedanke zählt. Jedenfalls mache ich mir jetzt so langsam hier mal mein Abendessen und das gleiche gibt es noch mal zum Frühstück. Also das ist hier halt so ein, ja, im Prinzip Milchpulverriegel, schmeckt roh und trocken, ja, bestenfalls bescheiden. Theoretisch kann man ihn so essen. Praktisch bin ich da immer nicht so ganz von überzeugt. Und ja, ich mache das immer so, dass ich mir das wirklich per Hand so klein wie möglich brösel. Ich habe da ungern Klumpen drin. Genaue Mengenangabe gibt es übrigens nicht, wie viel Wasser dann da dazu muss. Ist immer eine gewisse Sauerei. Kurz mal Feuer nachlegen. So ein Feuer hilft halt. Kaum hat man Feuer, hat man auch gleich wieder bessere Laune. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Seit Jahrtausenden, vielen Jahrtausenden, ist ja Feuer so das zentrale Ding. Ne? Also in sämtlichen Urvölkern, die es noch gibt, auch bei den Aborigines, und die gibt es ja schon wirklich relativ lange, ich glaube 60.000 Jahre oder irgendwie sowas, oder noch länger, ne, keine Ahnung, aber wirklich richtig, richtig lange, also länger als alle anderen, bis auch für ein paar andere vielleicht nur noch kurz vorm aussterbenden Völker, mag sein, dass die ähnlich lange oder noch länger da sind, aber die haben ja auch alle möglichen Feuermythen und so weiter und so fort, und da weiß man auch von denen her, dass so ein Feuer halt echt wichtig ist. Und ich meine, wer mag kein Lagerfeuer? Wer hockt da nicht gerne? Der ist nicht mein Freund.
definitiv nicht. Oder meine Freundin. Also da läuft dann irgendwas schief. Also bei mir ist generell so, wenn ich ein Feuer habe, dann bin ich auch eigentlich immer relativ zufrieden. Auch mal in Norwegen, da sind wir furchtbar nass geworden, also als Gruppe. Und haben es dann aber tatsächlich geschafft, als es dann wieder trockener geworden ist vom Wetter her. Da war auch einiges an Ausrüstung nass und so weiter und so fort. Hosen nass, Jacken nass, im Rucksack auch einige Klamotten nass. Also da hat es wirklich ordentlich runtergemacht und wir konnten uns auch nirgendwo unterstellen. Ja, wo auch, mitten im Fjell. Nur, dass ihr das jetzt mal zwischendurch auch mal seht. So schaut das jetzt aus. Aber wir haben es geschafft, dann abends tatsächlich mit mehr oder weniger legalen Methoden. Aber es war auch nötig. Es war einfach nötig. Also von daher war uns das dann egal und ich hoffe, alle anderen Leute hat es auch nicht gestört. Haben wir es aber jedenfalls geschafft, abends dann ein Feuer zu machen und dann stieg die Stimmung aber auch ganz schnell wieder an. Zwischendrin gab es ein wenig Angst. Wir waren ja relativ viele junge Leute in der Gruppe. Und da hat man das dann auch noch nicht so oft gemacht und dann ist das schon ein wenig kritisch möglicherweise. Und so ein Feuer, das hebt sofort die Moral der Truppe. Also das geht nicht nur mir so, sondern auch dem Rest. So, jetzt kann man diese, also das ist jetzt so ein so ein Energy 5 Riegel. Kann man da auch einfach mit reinbröseln. Und am Schluss dann Wasser dazu und das Ganze ein bisschen, ja, kochen muss es nicht. Aber einfach heiß machen, dann schmeckt es besser. Dinger, so, dass ich jetzt aussehe wie Schwein, ist ja scheißegal. Das interessiert hier ja niemanden. Selbstverständlich nehme ich den Müll wieder mit. Ich denke, das ist absolut klar. Der kommt dann in den nicht vorhandenen Rucksack. Ich denke, für sowas darf ich den nicht vorhandenen Rucksack verwenden. Das Gute ist jetzt hier bei diesem legalen Feuer, dass man sich um die Rauchbildung, abgesehen davon, dass man selber einraucht, keine Gedanken machen muss. Also so rechtlicher Art, wenn man beim Feuermachen entdeckt wird. Ich habe es ja schon mal gesagt, selbst wenn man es darf, ist das dann ziemlich viel Bürokratie und so weiter und so fort, wenn einer kommt und meckert. Also manchmal, gerade sage ich noch, wie toll so ein Feuer ist. Ich bin aber auch generell zu faul, mich zu bewegen, wenn ich am Feuer hocke. Da hocke ich mich auch nicht woanders hin oder gehe mal auf die andere Seite oder sowas. Wäre ja sinnvoll, aber nein, das macht er nicht. Da ist er generell zu faul. So. Ich will das Feuer ja schon noch ein Weilchen unterhalten. Im Prinzip könnte ich es jetzt auch auf Glut runterbrennen lassen. Die würde schon reichen, um mir das jetzt ein bisschen heiß zu machen, hier meinen tollen Brei, der jetzt im Übrigen mal gewässert wird. Das ist im Moment allerdings mehr Zement als Brei. Da hast du Rauch. Da muss noch deutlich Wasser ran. Habe ich übrigens gerade aus Versehen badisch gesprochen. Das tut mir natürlich leid. Das war nicht beabsichtigt. So. Ja. Das sieht schon ganz gut aus. Ich habe erstaunlicherweise so gut wie keinen Hunger. Das ist aber oft so auf solchen Touren. Also auch auf Trekking-Touren oder ähnlichen, dass man erstaunlich wenig Hunger hat, obwohl man ja eigentlich ordentlich Kalorien verbraucht hat. Boah, jetzt läuft die Nase. Rotzlumpe habe ich natürlich keinen. Wäre noch schöner. Mist, Rotzlumpe ist schon wieder nicht unbedingt hochdeutsch. Es ist ein Elendleben. Okay, es hilft alles nichts. Ich muss mich mal bewegen hier. Ja.